Der war natürlich so die graue Eminenz. Also der hat ja früher, war Ministerpräsident, der war Staatschef, also Präsident von Portugal. Und hat quasi in den letzten Jahren, also seit er dann nicht mehr politisch direkt aktiv war, so als graue Eminenz im Hintergrund gewirkt. Und er ist sicher einer der entscheidenden Leute, also auch bei den ganzen Mobilisierungen gegen diese Austeritätspolitik, als bis vor knapp anderthalb Jahren die Konservativen in Portugal regiert haben, der sich ganz massiv gegen diese Austeritätspolitik ausgesprochen hat. Anfänglich sicher auch zum Teil gegen die eigene Partei. Und dann federführend daran beteiligt war, dass es zu diesem, historischen Bündnis zwischen Kommunisten, Linksblock und Sozialisten kam, nachdem die Konservativen quasi die Wahlen verloren hatten, aber nicht wirklich verloren hatten, sondern einfach ihnen ein Partner gefehlt hat und sich die drei Linksparteien zusammengerauft haben, über alle historischen Gräben hinweg und eine Linksregierung gebildet haben. Da war er sicher einer der ganz besonders auch mit seinem Gewicht innerhalb der Partei darauf hingewirkt hat, dies zu tun, und sicher auch einer dafür, der quasi ein bisschen eine Brücke bilden konnte zu den anderen beiden Parteien oder den Kommunisten vor allen Dingen, wo die Auseinandersetzungen zum Teil nach der Nelken Revolution ja sehr hart gelaufen sind. Wobei man nach der Revolution, also nach 1974, nicht unbedingt damit rechnen konnte, dass sich Mario Soares als Staatspräsident gegen die Rechten so sträubt. Nee, natürlich. Also er hat natürlich diesen ganz normalen sozialdemokratischen Weg erstmal angeführt. Der hat aber in den letzten Jahren, vor allen Dingen also nach Abschied aus der aktiven Regierungspolitik, da macht es sich natürlich dann vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn man ein bisschen frei ist von den Sachzwängen, die es in so einem Land direkt gibt, hat er doch klar gesehen, wo diese Politik letztlich hinführt, und hat stark dazu beigetragen, dass Antonio Costa Regierungschef der Sozialisten wurde und eben dann auch die Partei dazu gedrängt, ein Bündnis mit der Linken einzugehen, anstatt das, was ja jetzt in Spanien dann passiert ist, dass die Sozialdemokraten nochmal eine konservative Regierung, Minderheitsregierung stützen, was auch in Portugal fatal gewesen wäre für die Sozialisten. Also da steckt natürlich auch ein rein parteitaktisches dahinter, dass es ihm natürlich auch darum geht, dass die Sozialistische Partei in Portugal als zentrale Kraft erhalten bleibt. Und das kennen wir ja aus verschiedenen Ländern, wo die Austeritätspolitik von den sozialdemokratischen Regierungen mitgetragen wurde, dass die sich wie in Griechenland selbst zerlegen. Und das ist natürlich auch ein Hintergrund des Wertens von Soares. Sie sprechen jetzt von der Regierungsübernahme von Antonio Costa, der den Passos Coelho quasi beerbt hat, und zwar im Herbst 2015. Also letztlich kam die Regierungsübernahme dann im November 2015, nach den Wahlen war das nur eine theoretische Möglichkeit, dass es diese Unterstützung von Linksblock und Kommunisten für den Antonio Costa gibt, weil, wie gesagt, die historischen Gräben, die zwischen den drei Parteien waren, enorm. Und allerdings haben dann bestimmte Kräfte darauf hingearbeitet, zu sagen, wir müssen über unsere Parteienstreit, unsere historischen Streits, die müssen wir begraben, weil ansonsten haben wir wiederum 4 Jahre lang eine konservative Regierung, die wiederum 4 Jahre lang unsere Wähler und die einfache Bevölkerung zur Kasse bitten wird. Und wir müssen uns zusammenraufen, um diese Politik zu beenden und einen alternativen Weg zu dieser Austeritätspolitik auf den Weg zu bringen und umzusetzen. Und da kann man ja sagen, also wenn man sich jetzt das eine Jahr anguckt, also gut ein Jahr, in dem die Regierung jetzt an der Macht ist, da hat sie Enormes vorzuweisen. Wobei natürlich die Troika nicht gerade erfreut war über den Weg, den diese neue Regierung eingeschlagen hat. Na klar, und das war ja auch genau die historische Herausforderung, die letztlich diese drei Parteien angenommen haben, zu sagen, halt, es ist uns völlig klar, auch aus Griechenland natürlich bekannt, dass wenn wir eine Politik machen, die quasi eine Abkehr von der Austeritätspolitik auch in der Praxis umsetzt, dass wir dann natürlich massiv Knüppel zwischen die Beine geschmissen bekommen von der Troika. Die hatten natürlich ein bisschen die historisch besondere Situation, dass sie quasi im Schlepptau von Spanien immer gehandelt wurden, auch was die Fragen anging, dass unser Bundesfinanzminister Schäuble ständig die Knute geschwungen hat und Portugal bestrafen wollte dafür, dass das Defizit ein bisschen zu hoch war und so weiter. Dass Portugal natürlich immer als Blick hatte, der Nachbar in Spanien, da sind die konservativen Freunde von Schäuble dran,
die fahren mit ihrer Austeritätspolitik viel schlechter, deren Defizit ist schlechter, die haben die doppelte Arbeitslosigkeit und so weiter, weshalb es diesen ganzen Troika-Fans und Betreibern schwer fiel, diese Sanktionspolitik durchzuziehen, vor allen Dingen, weil sie dann hätten auch ihre konservativen Freunde in Spanien bestrafen müssen. Und da haben sie dann zurückgeschreckt davor. Und damit hatte Portugal einen gewissen Spielraum, um tatsächlich diese Politik mit kleinen Schritten zu beenden. Also Portugal hat nicht versucht, den Weg zu gehen wie Griechenland, es auf eine offene Konfrontation mit der Troika oder mit der EU-Kommission ankommen zu lassen, sondern sie haben gesagt, wir machen unseren Weg, wir versuchen auf unserem Weg sogar die Defizitvorgaben aus Brüssel einzuhalten und letztlich haben sie sogar das alles geschafft. Also sie haben mit ihrer Politik es hingekriegt, fast die Quadratur des Kreises. Es ist aber gar keine Quadratur des Kreises, weil sie haben nur das umgesetzt, was eigentlich allen klar ist, dass wenn man die Ausgaben erhöht in einem Land, vor allen Dingen wenn man zum Beispiel die Mindestlöhne erhöht oder die Sozialausgaben wieder ein bisschen anhebt, wenn man das Verrückte macht, was die Vorgängerregierung gemacht hatte, zurücknimmt, zum Beispiel, dass sie in dem Hotel- und Gaststättengewerbe in Portugal die Mehrwertsteuer auf den höchsten Satz, also 22%, angehoben haben. Damit wurde natürlich Portugal gegen vielen anderen Ländern im Tourismusbereich nicht mehr so konkurrenzfähig. Und wenn man all das zurücknimmt, dann hat man zwar scheinbar auf den ersten Blick weniger Einnahmen, aber in der Gesamtschau dann deutlich mehr Einnahmen. Und das kann man jetzt, was in Portugal in diesem Jahr gelaufen ist, sehr deutlich sehen. Die haben das vermutlich sogar geschafft, die letzten Zahlen liegen noch nicht vor, dass sie ihr Defizit nicht nur auf die 3% gedrückt haben, was ja die Stabilitätsgrenze nach den Maastricht-Kriterien ist, sondern vermutlich sogar unter die 2,5% gedrückt haben. Und dafür hatte auch ein zentraler Anteil, dass sie Steuersündern ein Angebot gemacht haben, nicht zu amnestieren, wie das in Spanien gelaufen ist, damit Schwarzgeld wieder zurück ins Land kommt, sondern gesagt haben, wir verzichten nur auf Strafzahlungen und Verzugszinsen, wenn ihr diese Geschichte macht. Und darauf haben sich sehr viele Leute eingelassen, deswegen haben die ihr Defizit mittlerweile im Griff. Und wie steht jetzt die Wirtschaft da? Die Wirtschaft ist im dritten Quartal so stark gewachsen wie keine andere Wirtschaft in der Europäischen Union, beziehungsweise im Euroraum. In der EU könnte sein, dass da vielleicht noch ein oder anderes Land drüber lag, das weiß ich jetzt nicht genau. Im Euroraum ganz sicher. Die haben so ein langsames, bestetiges Wachstum hingelegt. Spanien hatte zum Teil sehr kurzfristig starkes Wachstum, was natürlich auch immer dann am Tourismus hängt. Was Portugal jetzt scheinbar geschafft hat, da muss man jetzt auch auf die Wachstumszahlen vom Ende des Jahres nochmal abwarten, dass sie eine Tendenz geschafft haben, das Wachstum langsam zu steigern, auch über den internen Konsum, was ganz wichtig ist, weil da natürlich dann auch die Arbeitsplätze entstehen. Was schon klar ist, dass die Arbeitslosigkeit im November weiter gefallen ist, während sie im Nachbarland Spanien, als jetzt quasi der Urlaubssommer fertig war, wieder gestiegen ist. Also es zeigt sich da so ein verstetigter Aufstieg, ein verstetigter Aufschwung, der sich selbst trägt, der einfach nicht so sehr von äußeren Faktoren abhängig ist. Und das ist umso interessanter, weil natürlich bestimmte makroökonomische Faktoren weggefallen sind. Also der Anstieg des Wirtschaftswachstums in Spanien, der im letzten Jahr vor allen Dingen besonders stark zu beobachten war, war natürlich angeschoben, zum einen durch die sehr niedrigen Zinsen, die Spanien bezahlen muss. Portugal musste da die ganze Zeit schon mehr bezahlen. Und natürlich durch den niedrigen Ölpreis, der natürlich alle Wirtschaftsabläufe letztlich fördert. Obwohl der Ölpreis ja seit dem letzten Jahr wieder um 50% gestiegen ist, hat es Portugal geschafft, dieses verstetliche Wachstum hinzukriegen. Und wenn sich das jetzt weiter bestätigt, auch über den Winter hinweg, dann kann man davon ausgehen, dass die auf einem sehr, sehr gesunden Weg sind. Nun hat ja Portugal seit Beginn 2016 einen neuen konservativen Staatspräsidenten. Wie steht der denn zu dieser Entwicklung? Das ist auch eine sehr interessante und, ich würde sagen, sehr portugiesische Entwicklung. Wir hatten ja in Portugal bis zum letzten Jahr noch den Aníbal Cavaco. Der war ein sehr rechter und der war vor allen Dingen auch so ein Linkenfresser. Also der konnte sogar mit einem Sozialdemokraten nicht leben. Und der hat ja auch alles probiert in seinen wenigen Monaten, die er noch im Amt war, um die Regierung zu blockieren. Was ihm allerdings, also da gibt es zum Beispiel ganz besonders, der ist auch so ein ultrakonservativer Katholik, der natürlich gegen Sachen wie Abtreibung und so weiter ist. Das hat er aber alles nicht geschafft. Er hat das Ganze ein bisschen bremsen können, konnte aber nicht blockieren. Und als dann der Rebelo de Sousa drankam, der ist eher ein pragmatischer Wertkonservativer,
der aber auch sieht, also der viel näher an der Bevölkerung dran ist, dass diese Politik, die seine eigene Partei gemacht hat, fatal ist für seine Bevölkerung. Und deswegen hat er sich nie gegen diesen Schwenk der Sozialisten gestellt. Der hat immer gesagt, wenn wir das hinkriegen, dass wir die Versprechen gegenüber Europa einhalten können und dann eine Politik machen können, die also die sozialfreundlicher ist, dass die Renten wieder erhöht werden. Die Leute haben ja unglaubliche Rentenkürzungen hinnehmen müssen, sodass das einzige Einkommen, was zum Teil in Familien noch da war, zusammengeschmolzen ist. Wenn wir all das können und trotzdem unsere Defizitversprechungen in Brüssel einlösen können, dann sieht der keinen Grund, warum er sich da ideologisch auf so einen Troika-Kurs einschwören lassen sollte, sondern er hat die Regierung unterstützt. Das ist so eine sehr interessante Sache, dass er da zum Beispiel nicht, und das erklärt dann natürlich auch, warum zuerst eine Linksregierung gewählt wird von der Bevölkerung, aber gleichzeitig dann so ein scheinbar rechter Präsident, aber der auch nur deswegen gewählt wurde, weil er von Anfang an versprochen hat, eben genau sich nicht gegen diese Regierung zu stellen, sondern versuchen will, eine konstruktive Zusammenarbeit hinzukriegen. Und das ist ihm auch bisher gelungen. Denken Sie, dass wahrscheinlich aufgrund der Situation Portugals, auf der geografischen Lage, dieses Land trotzdem eine Art Vorbild sein kann für linke Strategien im südlichen Europa? Ich würde sagen, das ist im Moment die Referenz und das Vorbild. Nicht nur, was die Abkehr von der Austeritätspolitik angeht, weil das ist schon völlig klar. Sie haben das getan, haben nicht großmäulig rumgespuckt, sondern haben einen klaren Weg beschrieben, den sie gehen wollen. Und den sind sie gegangen. Sie haben dafür einen Konsens in der Bevölkerung, haben das nicht angelegt auf irgendeinen Machtkampf, den sie, klar, ein kleines Land wie Portugal kann so einen Machtkampf im Prinzip nur verlieren. Also haben sie versucht, ihren Weg zu gehen, eine breite Mehrheit dafür zu finden und in der Praxis zu zeigen, dass es geht, sodass die Kritiker und die Leute, die ihnen wirklich schwer aufs Haupt geschlagen haben, wie Schäuble oder auch der von Schäuble eingesetzte Chef des ESM, also des Europäischen Rettungsfonds Regling, der irgendwann im Ende Sommer gesagt hat, das einzige Land, was ihm Sorge macht, ist Portugal. Also diese ganzen Leute, die haben sich entlarvt und entblödet. Man weiß mittlerweile, dass im Prinzip Portugal einen Weg vorschreibt oder einen Weg vorgibt, den andere Krisenländer auch gehen könnten. Es ist sogar interessant, dass jetzt mittlerweile die spanischen Konservativen, ich hatte das ja schon erwähnt, die werden ja jetzt mit von den Sozialdemokraten in Spanien als Minderheitsregierung unterstützt, dass die sogar jetzt gewisse Elemente aus dem portugiesischen Vorbild sich auswählen. Und zwar haben sie gerade zum Jahreswechsel den Mindestlohn deutlich erhöht. Das hat natürlich der Unternehmerfraktion nicht besonders gepasst, aber sie wissen ganz genau, das sind die Leute, die das Geld dringend brauchen und die das Geld auch ausgeben werden, was für einen kleinen internen Konsumschub in einem Land bringt, vor allen Dingen in der Zeit, wo die Touristen nicht so stark ins Land kommen. Und man sieht schon, dass es sogar auf diese Konservativen einen gewissen Einfluss hat. Und die sehen natürlich auch, dass sie vermutlich wieder ein Defizit hinlegen in diesem Jahr von ungefähr 5%, während Portugal nicht mal die Hälfte hat und die Arbeitslosigkeit in Portugal bei 10,6%, liegt in Spanien bei fast 20%. Das nehmen selbst die zur Kenntnis, dass es funktionieren kann in diesem Rahmen. Klar, der Weisheitsletzter Schluss, damit ist der Kapitalismus nicht abgeschafft und die Widersprüche im Land nicht abgeschafft. Der breiten Masse der Leute geht es immer noch schlecht. Die haben immer noch zu wenig Geld, aber sie haben mehr Geld, als sie vor einem Jahr noch hatten.